Mädchen dran. Ja, Lars Drögoth erklärt uns jetzt, wie dieses Messgerät funktioniert und was man an Vorbereitungen dazu machen muss, um einigermaßen vernünftige Messergebnisse zu bekommen. Ja. Dies ist ein Wanzenaufspürgerät, das in der Frequenzbereich 1 MHz bis 6 GHz Wanzen, die aktiv senden, aufspüren kann. Und alle Sendefrequenzen in diesem Bereich werden aufgezeigt. Und wir können es benutzen, weil wir es eigentlich so herunterschrauben können, dass es nicht mehr aktiv wird. Und weil ein jeder Sender und ein Sendesignal sich quadratisch verhält, können wir, wenn wir ganz, ganz dicht an einer, wie heißt das, an einen Sender rankommen, wird das Gerät dann noch aufleuchten. Und man setzt also die Sensitivität des Geräts so herunter, dass man die ganzen Außensignale wegfiltert. Und wenn man ganz dicht an einen Sender rankommt, wird das Signal doch so hoch sein, dass es das Gerät es anzeigt. Ja. Und das ist so, man schraubt das erst hoch, so, und jetzt sieht man, es gibt hier überall, wir sind hier im Elektrosmog-Bereich, es gibt unglaublich viele, viele Sender, alles mögliche, Wi-Fi, Funkgeräte, Fernsehen, was weiß ich. Und jetzt macht man die Sensitivität, jetzt dreht man das so runter, dass es nicht hochkommt. Wenn ich das jetzt kippe und die Antenne jetzt in einer anderen Richtung zeige, dann wird es trotzdem noch, und das muss ich dann jetzt wegschrauben, so dass es gerade nichts anzeigt. Ist das dann die Feldstärke, die sich verändert in der Messung? Ja, die Feldstärke wird angezeigt mit diesem LED-Bar. Mhm. Und dann macht man erst hier so ein bisschen im Raum herum und sieht, dass es nicht, dass es nichts anzeigt. Ja. Und dann die Testbrechung. Oh. Da habe ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Signal. Und die Testperson muss vorher noch so ein bisschen gereinigt werden, also kein Handy und keine Kreditkarten und so. Ja, es ist sehr wichtig, dass alles der Tester und die Testperson keine Sender dabei haben. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel, muss ich einen 380 Grad um die Testperson herumgehen und dann dichter an die Testperson ran, und das Gerät darf trotzdem nichts aufzeigen. Erst wenn wir innerhalb eines Zentimeters oder so von einem Sender sind, darf es was anzeigen. Mhm. Und jetzt kann ich zum Beispiel zeigen, wenn ich hier das Dings jetzt hier ranhalte, sieht man genau, also wenn ich jetzt hier so im Raum, ist gar nichts. Die ganzen Signale aus der Umgebung funktionieren nicht. Aber wenn ich dann ans Mikro rangehe. Genau, die Mücke. Ja, und da sieht man, dass die Mücke sendet zwar ganz bis zur Kamera, das sind so ungefähr 3-4 Meter. Mhm. Das Gerät erfasst es aber erst, wenn es ganz, ganz dicht dran ist. Ja, weil du es schon abgeschwächt hast. Ja. Mhm. Und das ist das erste Gerät, das wir benutzen. Und im Falle, dass wir irgendwas erzielen damit, kann ich jetzt auch zum Beispiel das zweite Gerät, das lokalisiert den Frequenzbereich. Mhm. Und das ist halt ein Frequenzzähler. Ja. Und wenn ich dann den jetzt hier ran mache, dann sieht man genau, dass der sendet jetzt auf 62 MHz. Ah ja. Und das, ja. Das brauchen wir dann auch. Genau. Aber das ist natürlich nur, wenn wir irgendwie ein Signal haben, das wir zu messen haben. Und was auch wichtig zu wissen ist, diese Geräte können keine Skalarwellen messen, sondern nur elektromagnetische Wellen. Sind nur Radiosignale und Mikrowellen, wir reichen da auch im Mikrowellenbereich rein. Und du hast noch eine andere Antenne. Bis 6 GHz geht das. Und du hast noch eine zweite Antenne dazu. Ne? Ja, habe ich. Also dies ist die normale Antenne, die das machen soll. Aber die zweite Antenne vom Messgerät ist ein bisschen sensitiver. Mhm. Und mit der machen wir dann erst mit der gewöhnlichen Antenne, und dann machen wir nochmal das Gleiche. Die Feinmessung mit der zweiten Antenne. Sehr gut. Mhm. Ja, da müssen wir jetzt leider die Mücke abnehmen, denn sonst
gibt es falsche Messergebnisse. Ja. Jetzt nochmal die Frequenzen messen. Weg. Ja. Oh, jetzt drückt es überall. Die kriegen mich überall. Das Problem ist, was ich hier jetzt kriege, ist nicht eindeutig. Hm. Das ist 92 MHz und das liegt im FM-Bereich. Also das FM-Signal. Ja, FM-Radiosignal. Und das sieht aus, als wäre das stärker, also dass ich das nicht. Okay. Nochmal. Ja. Was ich habe ist, dass es zeigt so um 100, von 100 bis 101 1 MHz an. Hm. Und wenn ich ein bisschen von der Person weggehe, dann steigt das Signal und er zeigt jetzt 108, 9 MHz an. Und auch vorher, also ein anderes. Interferenz. Ja, oder. Das FM-Signal hier, FM-Radiosignal wahrscheinlich, aber das, sobald ich an die ganz dicht rankomme, geht es auf 100 und 1, 2 runter. Ja, eindeutig. Also ist da doch eine Berührung und eine Wechselwirkung. Ja, und was ich annehme ist, dass das Signal jetzt, so wie ich das deute, dass das Signal 100 bis 102 in dem Rahmen liegt, also Megahertz liegt. Aber wir liegen allerdings im FM-Senderbereich. So dass es nicht, wir können das nicht eindeutig sagen, aber es ist doch, dass das Gerät ohne, also von der Person weg ist, dann eine höhere Grundfrequenz zeigt. Ja. Ja. Und du bist ja auch Schalltechniker, also du kannst das ja ein bisschen beurteilen. Ja. Was ich jetzt machen werde, die werde ich jetzt aufschreiben, dass ich dann ganz rumgehe. Und bist du jetzt in der Kamera? Wir sind jetzt online mit etwas schlechterem Mikrofon. Mache ich jetzt erstmal 360 Grad herum. So. Und dann fangen wir erst am Kopf an und messen dann hier so an der Seite runter. Hier habe ich ein schwaches Signal. Weil rot auch schwach ist, ja. Könntest du jetzt 2 oder 3 Schritte vorwärts gehen? Nee, das ist ein falsches Signal, weil das Signal ist immer noch da.
diesem Bereich muss ich eben, werde ich nochmal etwas gründlicher machen. Halten Signal. Könntest du wieder mal ein bisschen zurücktreten? Oder sie? Entschuldigung. In Dänemark, aus Dänemark. Und man, da sieht man sich nicht. Also es tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Wir sind Sportler. Okay. Wir wissen uns alle. Ja, nochmal ein bisschen vor. Den, mit der Antenne haben wir jetzt nicht, kein Signal. Lars? Ja? Hier? Ja? Hatte ich ein Erlebnis mit einem Zahn, mhm, den keiner mich behandeln wollte. Ja? Und als ich zum Zahnarzt ging, er war mein Zeuge, ja? Ist der Zahnarzt, als ich schon im Wartezimmer war, schwindelig geworden und umgefallen. Und später musste er weggebracht werden. Dann sind wir schnell zu einer anderen Zahnärztin im Urlaub gejoggt und die hat dann eine Stunde ohne Worte hier dran rumoperiert. An diesem Zahn, wo ich meine, dass was drin ist. Und die haben mir gesagt, dass sie mehr nicht für mich tun können. Da ist jetzt bloß ein bisschen Zement drin. Weil deswegen bin ich hier, weil ich denke, dass hier was ist. Hier. Ja? In diesem Zahn. Ja, ja. Und der Zahn eventuell auch. Und seit 97 habe ich diese Stelle am Kopf schon. Ja. Und im Sommer diesen Jahres, wo es jetzt so schön mit mir ist, und ich wirklich richtig krank geworden bin, habe ich das bekommen und da ist auch ganz viel Blut. Siehst du die? Ja, sehe ich. Ja, das war offen, das ist jetzt gut verheilt, weil man mir geholfen hat. Also die Stellen werde ich dann nochmal intensiv. Das sind die Sachen, die ich selber gesehen habe. Ja, aber ich messe sowieso sehr noch längere Zeit in diesem Rahmenbereich, ja? Weil die Amerikaner mehrere Chips eigentlich in den Gelenken, zwischen den Gelenken gefunden haben. Aha. Also zwischen wo den, das hier bei mir immer dick wird? Ja, Ober- und wo Ober- und Unterkiefer zusammenkommen, ja. Also bis jetzt hat man, in den Schultern hat man Chips gefunden, in den, zwischen den Gelenken und hinter dem Rücken, Schulterblättern. Ja. Da, wo es früher immer wehgetan hat, als ich Bergläufe gemacht habe. Und deshalb sind das natürlich die, wo ich ein bisschen prädestinierten Stellen. Ja. Was machen wir jetzt? Wie kommen die da rein?
Unter die Haut einfach. Unter die Haut geschossen? Mit der Nadel? Mit Impfungen oft. Ja. Ach so. Hm. So. Jetzt muss ich diese Antenne hier ist noch etwas. Es vibriert sie. Was? Es vibriert. Wo genau? Hier. Und in den Füßen und eigentlich im ganzen Körper. Als wenn mich jetzt was scannt. Hast du da was, das Sender? Mein Handy. Das Handy, ah. Ich kann es ausmachen. Ich kann ja Flight Mode, dann dürfte eigentlich nichts mehr kommen. So, Flight Mode. Okay. Oder sie wird gerade jetzt aktiviert und angestrahlt und das nimmst du auf, wenn sie jetzt was fühlt. Sehr stark jetzt, ja. Hm. Vorher war es nur schwach. Ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Lass sie mal weggehen, dass sie zur Seite geht. Nee. Nicht eindeutig. Nee. Das muss halt so. Ja, wir müssen das halt so machen, dass die Person weggehen. Ja. Weil, wenn ich das wegziehe, verschwindet das natürlich wieder. Nee, das ist im das Raum. Signal ist im. Ist im Raum, ja. Ja, ist im Raum. Nochmal, ja. Es kommt auch, wenn sie weg ist. Aber es ist stärker jetzt. Ziemlich viel stärker. Ja, stimmt. Das ist ja das, was ich meinte seit Januar. Und jetzt mal wieder. Wieder weggehen, ja. Ein paar Mal. Und jetzt machen wir das mal so zur Kamera ein. Aus dieser Richtung müsste das dann eigentlich das Gleiche sein. So eine Seite rangehen. Müsste das natürlich auch anzeigen. Ja? Müsste anzeigen, tut es aber ja. Nicht. Tut es aber nicht. Oder ist es gerade abgeschaltet wieder? Es ist irgendwie abgeschaltet. Ja. Was fühlst du jetzt gerade? Mir wurde schwindelig eben. Aha. Ganz doll. Mhm. Aber jetzt nicht mehr? Ja, es geht so. Aber jetzt. Wir total schlecht. Wir können das auch, ja. Was machen die mit mir? Wollen wir das Fenster aufmachen? Nein, ist alles gut. Ist alles gut. Ich bin ganz ruhig. Ich weiß nicht. Was wir machen können, ist das Interview und dann nochmal. Na, wir machen danach das Interview. Erstmal jetzt die Messung. Hier oben, da ist nichts, nein. Das, was als erstes kommt. Ich habe immer das Gefühl, ja. Überall sind da welche. Ja. Dieses ist mein stärkster. Aber der ist eben auch nicht immer. Da habe ich selber schon mal was gemacht. Aber es ist schon ziemlich eindeutig, einige Male, wenn sofort beim Wegtreten war das Signal weg. War es weg, ja. Ja. Mhm. Jetzt ist wirklich gesendet. Diese Stelle und das sind meine stärksten Stellen. Diese hier mit diesem Kiefer zusammen, dass man mich halt nicht behandeln wollte. Ja. Und dass das alles komisch war. Und dann eben da oben die am Kopf. Aber hier ist vielleicht auch noch hier was Altes. Das Problem ist jetzt, ich krieg ziemlich ein Signal hin. Und jedes Mal, weil halt das jetzt so sensitiv ist, wenn ich das Signal habe, dass sie dann rückwärts gehen. Ja. Also dass wir das dann eindeutig sehen, dass das, ja, da war ein Signal. Ein Signal,
Ein Signal? Ziemlich eindeutig. Ein Signal? Kannst du das auch mal zur Kamera winkeln, dass man das richtig sehen kann? Ja. Sieht man das? Das sieht man. Das ist ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist eigentlich einwandfrei. Ja, und das ist im Kieferbereich. Wenn Sie das sehen möchten? Nee, ich glaube das. Ich höre es ja auch. Naja, man hört es ja. Wir können das auch so machen. Ja. Ja. Die Anzeige kommt ja noch eher als das Geräusch. Genau da, wo Ober- und Unterkiefer zusammenkommen. Mhm. Ja, genau hier. Mhm. Das ist genau, also das ist der, da, wo Sie die meisten jetzt gefunden haben. Mhm. Also das würde ich sagen, das ist jetzt doch überzeugend, ja. Eindeutig. Und hier? Ja. Der hier untere? Das gleiche. Und der hier? Den Lauren. Da auch. Doch, ich habe drei, ich wusste es. Ist ja ein Ding. Wir geht jetzt nochmal hier in die Ecke des. Ich mache den jetzt ein bisschen sensitiver, dass er jetzt einen hat. Und jetzt nochmal. Oh, muss ich den oberen möchte ich eigentlich noch ein bisschen deutlicher sehen, ob wir nicht, ohne eigentlich zu berühren, ob wir den da reinkriegen. Ne, ist zu scharf eingestellt. Ja, muss ich jetzt mal weggehen? Nee, das... Da habe ich ihn zu. Den finde ich, der ist nicht eindeutig. Nee. Also das kommt irgendwie beim Berühren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie. Der ist drin im Kopf. Also es war erst eindeutig. Ja, der tut auch weh. Manchmal kommt er hoch und manchmal ist er auch wieder. Sag mal, könnt ihr dasselbe nochmal hier jetzt in einem anderen Teil des Raumes machen, dass das nicht irgendwie raumbedingt war? Mhm. Sieht man das? Man hört es vor allem, jetzt sieht man es auch, ja. Das ist eindeutig. Immer wenn sie rankommt, geht das Licht und der Ton an. Und wenn sie weg ist, ist es weg. Mhm. Yep. Und jetzt das möchte ich das zum letzten möchte ich das nochmal mit der Kleinantenne sehen. Ja, das war ein sehr gutes Ergebnis. Da das war ein sehr gutes Ergebnis. Ist nicht so gut wie die andere. Mhm. Nein, das mit der Antenne ist nicht so gut. Interessant, ja. Mhm.